Servus Leute, Porsche ist wieder am Start. Herzliches Willkommen zurück, The Legend of Zelda Breath of the Wild. Drei Herzen Let's Play. Wir haben erstmal nur einen Hauch von Ausdauerring jetzt dazu bekommen, nachdem wir das vergessene Plateau geschafft haben und schon einige Krogsamen mitgenommen haben. Und werden uns jetzt in Richtung Kakariko begeben, weil uns die Hauptquest Impaliweise dort erwartet. So weit, so gut. So, und wir werden natürlich diese Stallruinen... Oh, was haben wir denn hier? Eine verrostete Hellebarde. Früher mag ein stolzer Ritter sie geführt haben, aber sie war so lange Wind und Wetter ausgesetzt, dass die Spitze stark beschädigt ist. Kein Problem, nehmen wir trotzdem mit. So. Dann werden wir uns mal durch diese Ruinen hier so ein bisschen bewegen. Durch die Hyrule-Stallruinen. Ich weiß nicht mehr, ob es hier irgendwas Wichtiges zu holen gibt oder nicht. Auf jeden Fall rennen wir ein bisschen durch und werden so viel wie möglich mitnehmen. So. Aber es sieht aktuell wenig danach aus, als würde hier irgendwas Sinnvolles sein. Aber gut, nehmen wir es so, wie es ist. Ich sehe oder höre in einigen Let's Plays oder Videos, jetzt bin ich den ganzen Weg hingelaufen, hier ist nichts. Oh, ein verrosteter Schild. Dieser Metallschild hat wahrscheinlich einmal einem Ritter gehört, wurde jedoch schon lange nicht mehr verwendet. Er ist mitgenommen, aber noch zu gebrauchen. Ja gut, so ein Metallschild kann auf jeden Fall nicht schaden. Wir werfen dann nach und nach diese Boxschilder mal weg. Aber bleiben trotzdem noch bei diesen Boxschildern. Und diesbezüglich muss ich sagen, wieso soll an jeder Ecke, die man so findet, irgendwas sein? Ist doch schön, dass ihr eine Ecke gesucht habt. Wenn da mal nichts ist, dann ist es halt so. Die Karte ist riesig. Wenn ihr an jede Ecke was versteckt, dann müsste es 2000 Krogsamen geben oder sowas. Das wäre natürlich eine andere Hausnummer. Try Felix, einen wunderschönen guten Abend. Moment, was habe ich jetzt gerade in der Kiste gehabt? Ich muss mal kurz im Stream nachgucken. Der tritt gerade auf und es ist ein Bernstein. Alles klar. Das wäre jetzt lustig. Ich mache einfach hier auf, lese den Chat weiter und nichts passiert und so. Oh, sehr schön. Dann werfen wir nämlich den letzten Schild weg von dem Billigschild und werden erstmal auf Metall umsteigen. Dankeschön dafür. So. So, einmal da bitte kaputt machen. Ah, Moment. Ich habe ja noch eine Axt. So. Danke. Alles mitnehmen, was geht. Auch wenn es nur ein Hauch von... Herzen füllt. Oh, was haben wir denn hier? Ein Holzbogen. Simpler Holzbogen zur Jagd auf kleineres Wild. Wer damit gegen Monster kämpft, ist entweder extrem mutig oder extrem dumm. Irgendwie ist diese Aussage sehr geil gemacht. Dann werfen wir den weg und nehmen den Holzbogen mit. So. Aufmachen. Apfel. Holzpfeil. Sehr schön. So. Oh, hallo. Hyrule-Pilz. Habe ich gerade Rubine gekriegt? Ne, ich habe die Rubine weggeschlagen, oder? Haben hier gerade Rubine gelegen? Nö, ne? So, ein rostiger Zweihänder. Dieses Schwert lag lange Zeit im Freien und ist in einem erbarmungswürdigen Zustand. Als Waffe gerade noch zu gebrauchen, aber sehr lange wirst du damit keine Freude haben. Ja gut, lange Freude brauche ich auch nicht. Nehmen wir trotzdem mit. Denn besser als das, was ich sonst so habe, ist es alle Male. So, dann gehen wir mal kurz hier rein. Ist hier ein Gegner? Nö, auch nur ein rostiger Zweihänder. Dann werfen wir noch eine Waffe weg wahrscheinlich. Nö. Oh, doch. Nee, doch nicht. Doch nicht. Wir werden das jetzt erstmal so behalten, wie es ist erstmal. Weil so mit zwei Händen zurechtkommen im Kampf ist nicht so gut. Leicht. Also, es ist nicht schwer. Sagen wir so, es ist nicht schwer. Aber trotzdem komme ich mit anderen Bogen besser... Mit anderen Waffen besser zurecht. So, dann werfen wir den Holzbogen auch direkt wieder weg, weil wir ja einen Reisebogen bekommen haben. Oder bekommen werden. Besten Dank dafür. So. Ich glaube, auf dem waren Krogsamen drauf. Oder auf den dahinter. Ich bin mir nicht mehr 100% sicher. Aber teilweise sind da leider auch mal ein paar Krogsamen drauf. So weit, so gut. Okay. Oh, hallo. Hallo, so nicht, mein Freund. Okay. Du hast deine Sachen immer noch in der Hand. So, komm mal her. Kann man irgendwie... Oh, das war jetzt nicht so gut. Am besten sofort heilen, weil ich ja mit drei Herzen nicht viele Möglichkeiten habe. So, machen wir nochmal das gleiche wie eben. Oh, Holzverlag zerbricht. Okay, das ist in Ordnung. So, aber machen wir hiermit weiter. So, sehr schön. Verrostete Schwert nehmen wir mit, kein Problem. Und die Sachen. So, eine Truhe haben wir schon mal gefunden. Das ist doch schön. Tritt mal ohne Hose gegen eine Truhe. Ja, ich kenne das.
Tritt mal, indem du hockst, neben eine Truhe. Oder treten. Schlag mal dann in dem Moment. Link kann schlagen. Er schlägt die Truhe auf. Ja, so ist es. Ich kenne die ganzen kleinen Features hier. Aber dadurch, dass sie jeder kennt, kann man sie nicht so wirklich verbreiten. Weil sie schon generell gut verbreitet sind. So. Ja gut, da hinten, eventuell habe ich ein, zwei Krugsamen aktuell noch nicht geholt. Müssen wir mal gucken, ob ich die dann irgendwann mal nachhole. So, was haben wir hier? Holz, Pfeile und Äpfel. Sehr viele Äpfel sogar. Sehr schön. So, rauf da. Aktuell kann ich leider nicht hochspringen. Es donnert, es hagelt, es stürmt. Bei mir ist, ja, jetzt nicht blau der Himmel, aber grau ist er auch nicht. Irgendwie so eine Mischung. Halb, halb. 50% Rind, 50% Schwein, so wie beim Hackfleisch und so. Ach, okay, jetzt kann ich hüpfen. Wow, das war jetzt aber sehr knapp. Gut, was haben wir hier? Ein Saphir, ein wertvoller Edelstein, der in Hyrule gefunden werden kann. Aufgrund seiner Farbe wird ihm nachgesagt, die Kraft des Eisens zu enthalten. Er zielt sehr hohe Preise. Ja gut, jetzt weil er hohe Preise erzielt, muss man den nicht unbedingt verkaufen, würde ich mal so sagen. Was ist denn da oben für eine Ruine? Gibt es da etwa was zu holen? Oh. Oh, ich werde mal lieber auf normale Pfeile wechseln. Für den Fall, dass ich das da gleich doch mal benutze. Pfeil und Bogen, neutral, sehr grau, manchmal Regen, blibabu, ja, nur 17 Tage Schule, wuhu. 17 Tage Schule nur noch und dann sind Sommerferien und dann bist du fertig mit der Schule. Weil dann fängt das Arbeitsleben an, freu dich mal nicht zu früh. Und wenn du keine Kinder hast und an einer großen Firma arbeitest, dann bekommst du keinen Urlaub. Krugsamen! So wie ich. Ich kann nur vor und nach den Ferien Urlaub nehmen. Ah, grundlegend, weil ich kein Kind habe. Okay, was jetzt nicht unbedingt schlecht ist, dass ich noch kein Kind habe. Aber so grundlegend die Tatsache, dass man nicht in den Ferien Urlaub kriegt, ist schade. Aber das ist etwas, womit jeder Arbeitnehmer kämpfen muss. Aber das ist auch wieder ein anderes Thema. Davon mal abgesehen, wenn ihr irgendwie mal Themen wissen wollt oder sowas oder mal so Themen angesprochen haben wollt, kann man ja in Zukunft drüber reden. Dieser Stream geht hier schon sehr lange. Vorteil dabei ist, ich könnte dann mal eine Woche lang nicht streamen und mal gucken, was so in den Kommentaren los ist. Oder sowas in der Art. Östliche Stallruinen. So, einmal hier runter. Neue Ausdauer sammeln. So, und einmal, ey, Link, einmal bitte darauf. So. Und einmal rauf. Ich weiß nicht, ob die Ausdauer jetzt schon ausreicht, um darauf zu kommen. Aber wir gehen jetzt einfach mal davon aus. Lass dir Zeit, Link. Da fehlt einem natürlich schon das Kletteroutfit, die Endlos-Ausdauer, die ich ja sowieso als allererstes haben werde, weil ich ja kein einziges Herz dazu nehme. Wobei man dazu ja sagen muss, sobald ich ein Herz von einem besiegten oder befreiten Titanen habe, werde ich auch sofort nach Hateno rennen und dieses Herz gegen einen Ausdauercontainer tauschen. So. Und die Kletterei war umsonst. Der Krugsam ist nicht hier oben. Er ist woanders. Ah. Na gut, dann ist er wahrscheinlich da oben gewesen oder so. Naja, passiert. So, dann gehen wir mal kurz hier rein. Hallöchen, Leute. So, okay. Schleimgelee blau? Ernsthaft, ich habe noch keinen blauen Schleimgelee bekommen, aber schon weiße. Interessant. Schleim, Tropfen, ne, Pfropfen, der aussieht wie eine kleine Version der Kreatur, von der er stammt. Er ist instabil und kann durch verschiedene Elemente beeinflusst werden. Ja, das ist bekannt, soweit. Schon wieder nichts. Pustekuchen hier. Aber das gehört zum Erkunden dazu. So hundertprozentig kann ich das ja alles sowieso nicht mehr wissen hier. Wow, dass er einmal um sich komplett herumschlägt, wusste ich jetzt gar nicht. Okay, aber dann, gut. Einmal mit dem Kopf treffen, danke. So, und 1, 2, 3, 4 und tot. Eine Bockkeule, die Waffe eines Bockblinden. Plump, aber sehr schmerzhaft. Wenn sie trifft, schlägt Feinden den Schild aus der Hand. Ja, aber nicht allen. Ein Moblin-Hauer, das gleiche wie der Bockblin-Hauer. Ein Moblin-Horn, das gleiche wie das Bockblin-Horn. Nur halt als Moblin. Sollte ich das mitnehmen? Habe ich dann noch zwei Händer? Ja, ich habe schon zwei Händer, aber die machen alle mehr Schaden.
Also nö, lassen wir mal hier. Braucht man nicht. So. Irgendwie vermisse ich hier irgendwas. Ich glaube, das ist da vorne, was ich suche. So. So, einmal. 2, 3, 4, 5, 6. Sehr schön. Was hast du da für eine? Eine Bocklanze. Nur die haben wir schon gesehen. Die ist aber nichts wert. Die macht auch lächerlich wenig Schaden. Von daher eigentlich egal. So. Ich meine, hier vorne war ein Krograd. Wenn ich mich nicht irre. Dann war es da vorne. Auf jeden Fall war so eine große Mauer, über die ich schießen musste teilweise. Da ist es. Ein Krograd. Sehr schön. So, Hallöchen. Dich nehmen wir auch noch mit. Hm, das wird jetzt spaßig. Und schießen. Ja, sehr schön. Das war schon mal gut. Und flupp. Sehr schön. Zwei Schuss, zwei Treffer. Besten Dank. So, im Chat geht gerade so viel los, dass ich da den Überblick verloren habe durch das ganze Erzählen und Zocken hier. Ah, wird ein bisschen schwierig, da wieder reinzukommen. Auf jeden Fall wird da über Schulferien und Wohnorten geredet, dass jemand sogar auf der Milchstraße wohnt. Kann ich mir sogar vorstellen, dass irgendwo ein Ort heißt, ist, wo es die Milchstraße als Namen gibt. Also so unrealistisch finde ich das jetzt nicht. Ah, schade. Ich habe eigentlich gedacht, den kriege ich noch. Aber war dann doch zu langsam. So, das müsste hier. Hier müsste der Krugsam sein, oder? Dieses Ding steht so auf einem Possess drauf, dass ich da stark davon ausgehe. So. Also wirklich. Diese Wörter hier, die sind nicht so toll. Ich möchte die Wörter jetzt auch nicht sagen, die da teilweise geschrieben werden. Ich habe auch keine Zeit, jetzt irgendwas da zu machen. Ah, sehr schön. Da oben ist ein Krogsam. Dann habe ich das schon mal richtig eingeschätzt und richtig in Erinnerung gehabt. Das passt sehr gut. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass diese... Ah doch, die reicht aus. Alles klar. So, untersuchen. Hallöchen. Schön, dass du hier oben chillst. Ich nehme dich mal mit. Gut. So, Ausdauer ist wieder aufgeladen. Das heißt, wir kümmern uns noch um diesen Schrein hier. Uhu. Hallöchen. Upp. So, Washi-Ryaku-Schrein. Einmal rein da. Nächste Zeichen der Bewährung abholen. Die Krux mit Stein und Steinkreis. Hass. Ja, ich finde die mit Stein und Steinkreis finde ich besser, weil man weiß, wo die sind, als auf irgendwelchen Bäumen raufzuklettern oder irgendwelche Pfähle hochzuklettern. Das sind so die Krogsamen, die ich jetzt nicht so toll finde. Aber ja gut, da hat jeder eine andere Meinung zu, weil die ist, sind in dem Zusammenhang echt viel mehr random zu finden, als die in Anführungszeichen einfachen Schreine durch Steinkreise. Wobei die freiliegenden Steine an bestimmten Orten jetzt auch nicht so schwer sind. Manche Pflanzen finde ich unfair. Da findest du echt, ja, keine Ahnung, ist halt schwierig, da dran zu kommen. Ja, also ist halt schwierig, teilweise an die Pflanzen dran zu kommen, wenn die da so weit... Was? Was? Das darf doch nicht wahr sein, Link. Das kann doch nicht dein Ernst sein. Also die Krogpflanzen, die sich so weit bewegen, dass es echt schwierig kriegst, ist manchmal als andere als toll. So, dann versuchen wir es mal von hier aus. Ich weiß nämlich nicht, ob es geht. Ich habe keine Erinnerung mehr, wann es war. Mann! JJ, du sag mir jetzt nichts. Den Krog, wo ich den Stock aufheben muss, ja, den kenne ich. Das ist auch irgendwie lächerlich, aber naja, was sollst du machen? Ist halt in dem Moment so, ne? Dass man dafür einen verkackten Stock hochheben muss, ey. Unfassbar. So, und einmal. Nee, das war zu schlecht. Wie ging das nochmal, an dem dran zu kommen? Ich weiß es nicht mehr. Ich habe eigentlich gedacht, mit diesem Strom hier. Ich meine, das habe ich früher so gemacht, dass ich mit diesem Strom mitgesprungen bin. Und dann nach rechts ausgewichen bin. So, jetzt. Ja, sieht besser aus.
Alles klar, gut. Dann ging es doch relativ gut so. Den Krog, wo du den Stock aufheben musst, findest du auf der Hylia-Brücke. Über dem Hylia-See, die Brücke. Die ist ziemlich lang. Viel Spaß bei der Suche. Den habe ich auch eigentlich nur durch Zufall entdeckt in dem Moment. Ist das ein verrostetes Schwert? Rostiger Zweihänder? Reisezweihänder. Den rostigen schmeißen wir mal weg. Und nehmen den Soldaten-Zweihänder mit. Okay. So, Reisezweihänder. Gut. Dann können wir jetzt das Ziel erreichen. Wir haben die Truhe erreicht. Oder alle Truhen in Anführungszeichen. Es gibt ja nur diese eine hier. Nehme ich jetzt zumindest erstmal an. Und die haben wir bekommen. Sehr schön. Dann können wir uns das Zeichen der Bewegung abholen. Haben schon wieder einen Schrein mehr. Dann sind es nur noch 115 Schreine übrig. Sehr schön. Geht auf jeden Fall schon mal gut voran. Gib Zeichen der Bewährung, du Priester. Der da irgendwie total gechillt sitzt, ne? Irgendwie so, ja, was geht, Bruder? Jo, ohne Zweifel bin ich der auserwählte Held. Dann gib mal her. Im Namen der Göttin Hylia überreichst du mir das Zeichen. Zeichen der Bewährung. Und das war's mit diesem Part, Herrschaften, Damenschaften. Sein Dienst ist erfüllt, mein Dienst für diesen Part auch. Er haut ab, ich hau ab. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich bin raus und verabschiede mich mit einem fröhlichen... Ciao, ciao.